Ja, hallo Leute und herzlich willkommen in meinem Tutorial, wo ich euch zeigen werde, wie ihr, wenn ihr ein iPhone 4S, ein iPhone 5 oder einen iPod Touch 5G habt, euer Display auf euren Computer streamen könnt von eurem Gerät und das ganz ohne Jailbreak und auf der Version 6.1.3, also auf der iOS 6.1.3 Version. Das geht super einfach mit dem Programm Reflektor. Und leider geht das Ganze über WLAN, das heißt, wenn ihr jetzt eine schlechte WLAN-Verbindung habt, dann wird das leider, könnt ihr es gleich vergessen, weil das läuft dann sehr ruckelig. Und ja, bei mir läuft es so einigermaßen. Und ja, das Programm, das ist so eine Testversion, das müsst ihr euch kaufen, wenn ihr länger als 10 Minuten auch das benutzen wollt. Und ich habe hier schon vorhin was aufgenommen und speichere das gerade ab. Und ja, das Programm könnt ihr euch dann runterladen und dann starten. Sorry, dass das jetzt so laggt, ich speichere hier gerade eine Aufnahme. Und dann sollte hier so ein kleines Reflection-Zeichen sein. Und das Ganze sieht dann so aus, das müsst ihr einfach so lassen. Dann sollten Meldungen von der Windows Firewall kommen. Die müsst ihr alle zulassen, dann geht ihr auf OK. Und dann müsst ihr einfach in eurem iDevice, iPhone 4S habe ich jetzt zum Beispiel, müsst ihr dann ganz einfach AirPlay aktivieren, also doppelt auf die Home-Taste drücken, dann zweimal nach links, also ja, swipen, und dann ist da so ein AirPlay-Zeichen und dann müsst ihr einfach nur euren PC auswählen. Und dann sollte das Ganze so aussehen, wie ihr jetzt gerade seht. Hier, ihr müsst, Moment, doppelt den Home-Button tippen und dann hier zweimal nach links wischen oder nach rechts wischen und dann, ja, hier könnt ihr auch dann noch Sound mit drauf streamen und jetzt seht ihr hier dieses AirPlay-Symbol. Und schon nehmen wir hier auch auf und jetzt kann ich euch mal zeigen, dass das Ganze auch funktioniert. Ich starte mal kurz hier Temple Run. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit der Minecraft Pocket Edition. Und ja, das wollte ich euch nochmal so zeigen. Ich zeige euch gleich auch noch, dass ich iOS 6.1.3 hier drauf habe. Nur so zur Info. Ihr könnt das allerdings, wenn ihr es jetzt auch vernünftig aufnehmen wollt, dann würde ich euch empfehlen, macht einmal hier Scale, macht Actual Size, Automatic Orientation, Show Frame, also das ist hier der Hintergrund, und das will ich so lassen. Und dann könntet ihr hier auf Record klicken, das geht bei mir jetzt gerade nicht, weil ich hier noch eine Aufnahme exportiere. Und jetzt zeige ich euch mal Play, und sogar der Ton wird mitgestreamt, leider asynchron. Das müsstet ihr, wenn ihr das aufnimmt, dann noch mit dem Videobearbeitungsprogramm synchron machen. Also jetzt nicht darauf achten, dass es asynchron ist, das muss man leider noch alles schön selbst synchron machen mit dem Videobearbeitungsprogramm. Aber es läuft schon sehr flüssig. Und ja, dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr dieses Tutorial angeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Und ja, leider funktioniert das nicht mit Eltern, mit dem iPod 4G oder iPhone 3GS oder so. Bei einem iPod 4G oder iPhone 3GS oder iPhone 4, das könnt ihr allerdings noch Tether jailbreaken auf iOS 6.1.3 und da könnt ihr dann mit dem Display-Recorder weiter aufnehmen. Diese Methode zeige ich nur für alle, die jetzt schon auf iOS 6.1.3 sind und ein iPhone 4S, 5 oder iPod 5 haben und trotzdem noch aufnehmen wollen, denn ich habe hier keinen Jailbreak mehr. So, ich sterbe mal ganz kurz. Ich will jetzt hier keine ganze lange Runde spielen. So, es läuft auch alles wesentlich flüssig. Und jetzt erstmal App beenden. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal unter Einstellungen, Allgemein, Info, 6.1.3 habe ich hier drauf, hier. 6.1.3 und Softwareaktualisierung. Ja, 6.1.3 ist auf dem neuesten Stand und ich nehme das Ganze auf. Ja, die Qualität ist jetzt leider nicht die beste, aber es ist schon Hammer, muss ich sagen. Denn ich habe jetzt iOS 6.1.3 hier leider drauf. Aber ich kann trotzdem noch aufnehmen. Ach, jetzt kriege ich hier meine Apps. So, und dann, ja, dann könnt ihr ganz einfach, wenn ihr wieder aufhören wollt damit, macht ihr wieder einen Doppeltap auf den Home-Button. Jetzt ist zum Beispiel gerade, jetzt hängt das Bild hier irgendwie. Ja. Ja, manchmal hängt das so ein bisschen. Das ist leider ein bisschen blöd, wenn man eine schlechte WLAN-Verbindung hat. So, doppelt auf den Home-Button tippen, wieder nach rechts swipen und dann ganz einfach wieder auf das AirPlay-Symbol gehen und dann auf iPhone tippen und dann, ja, ist das beendet und dann müsst ihr einfach nur das Programm mit Rechtsklick, Exit, beenden. Und ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Leider, ja, das ist nur, wie gesagt, hier nur so eine... Ich habe hier nämlich zwei verschiedene Versionen drauf. Wenn ihr jetzt zum Beispiel... Ich warte mal eben ganz kurz ab, bis das Video hier exportiert wurde. Ich schneide den Teil ab jetzt mal eben kurz raus, damit ihr nicht so viel warten müsst. So, das Exportiert ist jetzt hier gleich fertig. Nein, nicht Video abspielen. So, und jetzt starte ich nochmal eben hier. Ich habe hier zwei verschiedene Versionen. Das ist jetzt aber gerade mal... Das ist jetzt mal gerade egal. Wenn ihr das Programm startet, dann müsst ihr ganz einfach... Jetzt müsst ihr eine Seriennummer eingeben, weil das ist halt nur eine Testversion. Wenn ihr auf Try Reflektor klickt, dann könnt ihr das leider nur 10 Minuten benutzen, danach schließt sich das Programm. Ihr könnt es natürlich auch cracken, aber dazu gebe ich jetzt mal keine weiteren Infos raus. Und dann, ja, dann, genau.
wenn ihr jetzt keine Seriennummer habt und ihr wollt das kaufen, dann müsst ihr auf Buy Reflector klicken. Dann kommt ihr auf diese Seite hier und das kostet halt 12,99 €. Und wenn ihr dann darauf tippt, also einmal raufklickt, er lädt noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was mit dem Internet los ist. Ja, dann müsst ihr hier Win, Airport oder halt Mac. Wenn ihr Mac habt, dann müsste da Mac stehen. Nicht Airport, nicht AirPort, sondern Reflector. Ach, guck mal, auf dem iPod 2 geht das auch. Und iPad Mini funktioniert das auch. Steht hier alles. Und dann müsst ihr hier ganz einfach, bei mir steht jetzt Win, bei euch sollte dann, falls ihr Mac habt, Mac stehen. Und dann müsst ihr das obere nehmen, Single User License, eine. Und dann Add to Cart. Bei mir ist das jetzt hier schon drin. Und das kostet dann 12,99 €. Und ja, ihr könnt das natürlich auch, wie gesagt, nur testen oder halt cracken, aber ich weiß jetzt leider nicht, wie man es crackt. Und ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal hier. Dann kommt, na genau, da kommt so eine Meldung hier. Jetzt habe ich hier zwei verschiedene Versionen. Ich schließe die mal beide. So. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, ciao.